ich abends nach Hause ganz krank von einem Tag voller Mühe. Aber komm, häng ich den Rock in den Schrank, ist mir, ich weiß gar nicht wie. Ich mach die Tür auf und bin schon vergnügt, Sorgen auf euch pfeife drauf. Und fragt mich einer, woran denn das liegt, dem ist die Sorgen, pass auf. Ich hab am Bauernkuss an ganzen Euden, an Bunds bemeiden, mit rote Rosen drauf. Und dieser Bauernkuss sagte mir, du Dummer, häng deinen Kummer so wie die Hosen auf. Da warst mein steirischer Janker hinein, Herz, was fangst du noch mehr? Selbst für den Gamsbart ist Platz obendrein und für mein Wüterer Gewehr. In einer Lot heb ich Rechnungen auf, denn nur ist drauf mein der Stier. Und in dem Fach mit Vergiss mein nicht drauf, liegen die Briefe von dir, die hoben Bauernkuss an ganzen Euden, an Bundbemeuden, mit rote Rosen drauf. Und dieser Bauernkosten sagte mir, du Dummer, häng deinen Kummer so wie die Hosen auf. Geht auch im Leben so manches verkehrt, denke nicht immer daran. Mancher Mensch ist ein Vertrauen nicht wert, drum bleib oft lieber allein. Schau in den Kosten, der liegt dir nicht auf, der muss nur ehrlich mit dir. Bauen er nur Holz ist mit viel Farben drauf, der ist ein Stiekel von mir. Ich hab einen Bauernkost an ganzen Euden, an Bunds bemeiden, mit rote Rosen drauf. Und dieser Bauernkost sagte mir, du Dummer, häng deinen Kummer so wie die Hosen auf. Hosen auf. Kennst du aus? Dankeschön, herzlichen Dank, dankeschön. Ich weiß, ich schön gesungen habe. Früher wäre ein anderes Lied gesungen, früher habe ich gesungen, wenn ich ein Vöglein wäre. Habe ich aber aufhören müssen, weil so, dann hat einmal einer auf Hund aufgeschrien und wenn ich ein Gewehr hätte, weißt du, hi, du Hund, du. Freue mich, meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich darf Sie herzlichst begrüßen, wiederum heute bei unserer gemütlichen Maximarkt-Runde. Ich freue mich, dass Sie alle wiederum so zahlreich erschienen sind. Ich begrüße alle Abteilungsleiter, begrüße alle Damen, sehr, sehr herzlich die Damen. Schon nett, wenn man so eine schaut, wenn du da stehst und schaust so in der Runde, hast du das Gefühl, du schaust in einen Rosengarten rein. Durch die Bluserl, gelbe, grüne, blaue, alles habe ich schon gesehen. Ehrlich, ich habe ein paar Gnoschen auch schon gesehen. Da. Ja, sind eh aufgeblieben, die auch da. Bitte, wenn man genau schaut, sagt man ein paar verblierte Augen. Ne? Mein Freund, der Loderbauer, ist auch schon wieder da. Das ist nett. Loderbauer, ein guter Freund von mir, Loderbauer. Freut mich, dass er schon wieder gesund ist. Er war lang krank, gell? Doktor, ne? Kürzlich war er beim Doktor, hat er zum Doktor gesagt, hat er gesagt, Herr Doktor, eine Frage, hat er gesagt, darf mich interessieren, hat er gesagt, was ist denn das Ischias? Ach so, hat der Doktor gesagt, das haben wir denkt, Loderbauer, hat er gesagt, dass du einmal kommst. Hat er gesagt, auf die warte ich schon lange, hat er gesagt, dann brauchst du nicht so blöd fragen, hat er gesagt, was ist denn das Ischias? Hat er gesagt, das kommt von deinem liederlichen Leben? Hat er gesagt, von der Sauferei, hat er gesagt, dann von der Viehweiberei? Ja.
Ich hab gesagt, wo dein Kind ist, hat er gesagt, wo tut's denn weh? Der Loderbauer hat gesagt, nein, hat er gesagt, der Doktor, da sind sie nicht, du, mir tut sie nicht weh. Ich hab's nur gelesen in der Zeitung, der Papst hat's. Loderbauer. Der Loderbauer. Ist sie liebst, so kann man sie taschen. Wenn ich dranhänge bei meiner letzten Schallplatte, sind wir länger sitzen geblieben, gell? Loderbauer, dann Schleiderer zusammengebracht. Schleiderer ist, das ist ein alkoholischer Zustand. Kennst du aus, wo du nicht weißt, ob das deine Füßen oder der, der was neben dir dahin teufelt hat. Schleiderer, bin gerade dazugekommen, wie der Loderbauer, wollte mit einem Barrel Würstel die Haus die aufsperren. Sag ich mir, lieber Loderbauer, du bist ganz schön angesoffen. Wenn du meinst, dass du mit den Würstel reinkommst, dann tust du die Taschen. Hat er gesagt, hör auf, hat er gesagt, hey, leicht Würstel, da schon her, da muss ich im Haus die Schlüssel gefressen haben. Loderbauer. Freue mich, dass er auf jeden Fall ja da ist. Ich begrüße alle anderen, die von den Bundesländern noch da sind. Wiener haben wir da, Wiener, alles da. Und bei mir sagen sie Oberösterreich. Oberösterreich, bitte, uns Oberösterreicher kennst du eigentlich gar nicht so an der Tracht, gell? Uns kennst du mehr am Kopf. Kopf, Mooschellen sind das. Mooschellen, ich weiß, jedes Bundesland hat ein Nationalabzeichen. Wir Oberösterreicher Mooschellen, die Steirer haben auch ein Nationalabzeichen, die haben so ein wenig weiter herunten, um ein paar Zentimeter. Steirer ohne Grob ist Steirer. Ich weiß nicht, wo oben und drunter sind, ist hier genug kein Grob dabei. Ein paar Junge sind vielleicht da und die kriegen erst. Die Tiroler, die kennst du am Reden, das ist ja ein Nationalabzeichen. Die Tiroler, die sagen, wie bist du? Mach mich ganz narrisch. Bist, die können nicht bist sagen. Bist heißt bei uns in Oberösterreich ganz was anderes. Eberchen will ich sagen. Ja, erst kürzlich bin ich bei einem Bekannten von mir in Innsbruck vorbeigefahren. Hat er zu mir gesagt, Fritz, hat er gesagt, bist in der Schweiz gewesen? Habe ich gesagt, ja. Hat er gesagt, bist du mit dem Auto gefahren? Habe ich gesagt, ja. Hat er gesagt, bist du über den Gotthard gefahren? Ja, sag ich, drüber gefahren bin ich, aber wie er geheißen hat, weiß ich auch nicht. Bist du? Ja. Schau, die Werner hätten auch was, gell? Auch kein National. Die Werner kennst du auch am Reden. Die hat man so ins Zieren anfangen, weißt du? Wenn sie am Montag an so zu anfangen, du musst am Freitag noch Werner fahren, dass du Ende hast. Werner. Und die Wölser hätten auch was. Die Wölser, die hätten ganz was Eigenes. Aber das sag ich nicht. Das sag ich, wenn ich wieder in Niederösterreich unten bin. Da bin ich weit nur weg, kennst du aus. Bin ich nicht deppert, umbringen kann ich mich eh daheim auch, oder? Sie aber, weil wir gerade beim Loderbauer gewesen sind. Hol mir ein, der Loderbauer hat mich kürzlich eingeladen. Der Loderbauer hat eine Neubauwohnung. Neubauer hat er sich da arbeitet, ja. Ja, da arbeitet nicht, ich weiß auch nicht so genau ausdrücken. Bitte, aber es ist da arbeitet, kann ich nicht genau sagen, aber haben da eine. Die Neubauwohnung, kennt ihr die mit den dünnen Wänden? Ich habe mir erst kürzlich mal angeschaut. Ich habe zu dem Baumeister gesagt, wenn es gar keine Wände rein, macht es genauso warm. Hat er gesagt, hey, mein, du deine Taschen, die sind dicht. Stell dich ein in das eine Zimmer und er ist ins andere gegangen. Und wie er drin gestanden ist, hat er geschrien, hallo, hören Sie mich? Da habe ich gesagt, brauchst du gar nicht so schreien, ich die eh, was willst du denn? Und so eine Neubewohnung hat der Loderbauer, hat er sich erworben. Kürzlich hat er mich eingeladen und hat er gesagt, Fritz hat er gesagt, komm mal zu mir. Bin aufgekommen, puh, da habe ich geschaut. Kennen Sie aus, sowas von einer Einrichtung in Wohnzimmer habe ich meinen Lebtag noch nie gesehen. Da sage ich, Loderbauer, um Gottes Willen, habe ich gesagt, hast du die teure Eigenswohnung gekauft? Sag ich, wo hast du denn das Geld her? Habe ich gesagt, dass du so eine Wohnzimmer-Einrichtung kaufen kannst. Da sagte mein lieber Fritz, hat er gesagt, mit Geld brauchst du nichts machen. Hat er gesagt, das geht anders auch. Hat er gesagt, weißt du, hat er gesagt, bei uns hat er gesagt, da haben wir so eine Aktion mit den Waschmitteln. Hat er gesagt, und auf die Waschmittelpacke hat er gesagt, das ist so ein Abschnitt drauf, so eine Gutschrift. Hat er gesagt, und die haben alle gesammelt. Hat er gesagt, und habe ich schon langsam das Wohnzimmer zusammengebracht da herbei. Ach so, habe ich gesagt, gut, da schon her.
Habe ich gesagt, Loderbauer, was hast du denn in den anderen Zimmer drin? Da hat er gesagt, Fritz hat er gesagt, da brauchst du nicht eine Schau. Da ist lauter Waschpulver drin. Ja. Auch auf diese Art und Weise kannst du zu einer Einrichtung kommen, gell? Loderbauer, aber wissen Sie, wenn du kaum bist in so einer Neubauwohnung drinnen, dauert nicht lang, wenn es nicht kommt, dann kommen die ersten Sammler. Ein Verein nach dem anderen. Sie gesehen, beim Loderbauer auch. Nachmittag hat es geleitet, sie sind nicht rausgestanden, hat er gesagt, Entschuldigung, hat er gesagt, bitte, ich kriege eine kleine Spende für die Feuerwehr. Hat den Loderbauer seine Frau gesagt, mein Gott, hat er gesagt, der Papa ist nicht da. Der Loderbauer Papa. Der ist nicht da. Ich kann nicht hergeben, was ich will. Hat er gesagt, wenn sie dir haben wir eh so viel braucht. Hat gesagt, kann ich gleich wieder in Spenden anfangen. Hat gesagt, bitte, wenn es unbedingt sein muss, kann es vielleicht morgen vorbei. Hat gesagt, ja, ist mir recht, ist wieder gegangen. Oft ist der Loderbauer heimgekommen, hat seine Frau gesagt, Papa hat gesagt, heute war schon einer da, von der Feuerwehr, in Zammen. Mein Gott, hat gesagt, die ewige Bettlerei, die macht mich schon narrisch. Ja, hat gesagt, kannst aber nichts machen. Hat gesagt, wollen wir uns nicht so schundig herstellen. Hat gesagt, wenn er morgen wieder kommt, hat gesagt, der von der Feuerwehr, dann gibst du ihm heute halt einen Kübel Wasser, hat er gesagt, damit er. Der Loderbauer, neidig darf man nicht sein, gell, Loderbauer? Ja, schau, wenn wir nicht neidig sind, haben wir alle miteinander was, nicht? Siehst du lange, am besten praktiziert ist der Loderbauer. Wie er kürzlich heimgekommen ist, vorige Woche, gleich auf der Feuerwehr, geht er rein in sein Vorhaus, steht er im Vorhaus drin, schaut er so. Auf einmal sieht er in Schirmständer drin einen fremden Schirm, einen Herrenschirm. Ja, hüt auf, wie hat er sich denkt, gibt's denn das auch? Ein Herrenschirm, hat er sich denkt, da muss einer bei meiner Frau drin sein. Der Loderbauer, ein No-Kämpfer. Kennen Sie aus, hat sofort den Rug ausgezogen, einen Zorn gekriegt, hat die Schlafzimmer dir aufgerissen, ist eine David. Wie er drin gestanden ist, auf einmal steht einer auf. Eine Rüge. Mit der 2 Meter mal 1,80 Meter. 80. In Loderbauer hat es gleich die Knie zusammengedreht. Ist er wieder rausgedeifelt. Ins Vorhaus. Hat den Regenschirm genommen. Ist wieder rein ins Schlafzimmer. Hat den Regenschirm abgebrochen übers Knie. Hat er gesagt, so hat er gesagt, und jetzt hoffe ich, dass es regnet, wenn du heimgehst. Nur das. Na, feig war er nie, feig war er nie. Ja, schauen Sie, wie es geht, das nutzt ja alles nichts. Und heute schaut ja jeder nur, dass er mit der, damit er verheiratet ist. So schnell geht's, so schnell geht's. Nicht? Nur verheiraten, heutzutage heiraten so nicht mehr Vormittag. Haben Sie es ja schon gelesen in der Zeitung? Die meisten Ehen sind jetzt Nachmittag. Ja, weil es Vormittag nur in die Schule gemessen hat. Sie, ja, wenn ich es kürzlich käme auf Standesamt, das reine Teufel bei der Tier, sind schon 10 Barrel drin gestanden. 10 Barrel, eine Teufel hin zum Standesbeamten, hat er gesagt, Entschuldigung, hat er gesagt, Herr Beamte, möchten Sie mich nicht gleich dran nehmen? Hat er gesagt, unser Zug geht in 3/4 Stunde, hat er gesagt, und dann möchte ich nur erwischen. Nicht, dass ich zu meiner Hochzeitsreise zu Spock komme. Ja, der Standesbeamte hat gesagt, jetzt sind Sie noch nicht einmal verheiratet. Wollen Sie die Hochzeitsreise machen? Ja, hat er gesagt, ich habe schon alles gebucht, hat er gesagt, nehmen Sie mich dran vor die anderen. Sagt er, nein. Das geht nicht. Hat er gesagt, bei uns kommt einer nach dem anderen. Bei uns geht es nach dem ABC, mein lieber Herr. Da kann einer nicht zuerst dran nehmen. Hat er gesagt, wie heißen denn Sie? Hat er gesagt, Zinnloch. Ach so, hat er gesagt, dann haben Sie ein Pech gehabt. Sehen Sie, hat er gesagt, wenn Sie ein Loch kosten, dann waren Sie schon dran. Ja? Schauen Sie, genauso, wenn mit der Scheidung, kürzlich ist bei uns noch einmal zum Rechtsanwalt gegangen und sagt, Herr Doktor, ich möchte mich scheiden lassen. Der Doktor sagt, ja, haben Sie einen Grund? Er sagt, braucht man da einen Grund, hat sie gesagt. Er sagt, selbstverständlich, ohne Grund kann einer nicht scheiden. Er sagt, müssen wir da ein wenig nachstudieren? Oder gesagt, gibt Ihnen kein Geld nicht am Samstag? Ja, dann sagt er, das war mir recht, wenn er mir Geld auch keins gab. Na ja, hat gesagt, wie schaut es denn sonst aus? So, sauft er? Nein, hat gesagt, nicht. Kommt nicht in Frage. Er hat gesagt, ich lasse ihn ja nicht fort.
oder? Sagt man, das schaust auch nicht, oder? Sagt, wie schaut's denn das um? Das schlägt er ihnen. Sagt, na, sagt, na, mehr braucht er nicht. Sagt, na, na, die erste Deschen, was er erwischt hat, sagt, na, so viel kann er nicht sehen, wie er mich zurückgebracht. Da hat er gesagt, meine liebe kleine Frau, hat er gesagt, ja, an irgendeinem Grund müssen wir, wie schaut's mit den Kindern aus? Mit der ehelichen Treue. Hört auf, wird gesagt, da schon, bei den Kindern. Da hat man einhaken und gesagt, das letzte Kind ist nicht von ihm, Herr Doktor. Ja? Das ist Gerechtigkeit. Da muss nicht so ein Rechtsanwalt dann passieren. Sie, apropos Gerechtigkeit, fällt mir was ein. Hier sind drei geflogen mit dem Flugzeug. Zwei Werner aus Wien und einer von der Provinz. Ein Gescherter. Aus der Provinz und wir sind da hinfliegen über den Atlantik. Kennen Sie aus davon, mir kommt der Kapitän zurück. Hat er gesagt, meine Herren, es tut mir leid, aber mir ist ein Motor ausgefallen. Und zu dritt, das tut nicht mehr. Einer muss aufsteigen. Ist der Gescherte gleich aufgestanden, hat er gesagt, naja, hat er gesagt, das braucht man nicht lange um einen anderen. Ich bin ein Gescherter, das sind zwei Werner, da muss ich automatisch gehen. Nein, der Kapitän, das gibt's bei uns nicht. Wir sind gerecht, hat er gesagt. Für solche Fälle haben wir immer gewisse Gesetze, hat er gesagt, da gibt's nichts. Und zwar machen wir Folgendes, hat er gesagt, ich stelle jeden von euch drei eine Frage, der sie nicht beantwortet, hat er gesagt, der muss aussteigen. Ist das gerecht? Haben die drei gesagt, ja, da tun wir mit. Hat der Kapitän zu den ersten Werner gesagt, hat er gesagt, sie? Ich frage Ihnen Folgendes, hat er gesagt, von einigen Jahren ist eines der größten Schiffe der Welt untergegangen. Wie hat denn das geheißen? Hat der Werner gesagt, das war die Titanic. Brav, hat er gesagt, brav, richtig, sitzen Sie noch nieder. Der hat sich niedergesetzt. Hat den zweiten Werner gefragt, hat er gesagt, und Sie sagen mir, wie viel das bei den Untergang Leiter so offen sind. Hat er gesagt, 1476. Ja, hat er gesagt, brav, richtig, sitzen Sie noch nieder. Dann hat er den Gescherten gefragt, hat er gesagt, und Sie sagen mir, wie die alle geheißen haben. Ist das eine Gerechtigkeit oder ist das keine? Gestern, wie ich heimgegangen bin, habe ich einen getroffen, einen guten Bekannten von mir, hat er zu mir gesagt, einen getroffen, sage ich, was schaust du zu Depot rein? Hat er gesagt, heute hätte ich bald ein Pech gehabt, heute war ich am Arbeitsamt, heute hätte ich bald eine Arbeit erwischt. Aber nein, sind wir froh, dass wir noch so viele Leute haben, die was arbeiten wollen, denn die Moral von den Leuten ist eh schon verdammt schlecht heutzutage. Ja, man denkt sich, bei uns ist kürzlich der Pfarrer, der Hochwürden, ist in den Wald spazieren gegangen, da hat er allerhand gesehen. Und nächsten Tag ist er auf Kanzel aufgegangen, hat er gesagt, liebe Christen, hat er gesagt, gestern bin ich in den Wald spazieren gegangen, da habe ich viel gesehen, liebe Christen, möchte ich heute sagen, ich gehe ein Stück in den Wald hinein, was sehe ich, sie mit ihm, gehe ein Stück weiter, was sehe ich wieder, sie mit ihr, geh wieder ein Stückel weiter. Was sehe ich? Ihn mit ihm. Hat er seit unten im Bettstuhl in den Nazan-Renner gegeben, hat er gesagt, Buh, habe ich Glück gehabt, dass der Fahrer nicht weitergegangen ist, weil sonst hätte er mich mit mir gesehen. Der Pfarrer, ja. Sie, apropos, weil wir gerade beim Pfarrer sind, fällt mir was ein. Kürzlich war unser Bürgermeister beim Pfarrer eingeladen, auf ein Nachtmahl. Kennen Sie aus, haben Sie gemütlich Nachtmahl gegessen? Wie der Bürgermeister dann heimgegangen ist, dann hat die Köchin zum Pfarrer gesagt, hat gesagt, Hochwürden, sind eine traurige Mitteilung machen. Mir geht das übel für ja. Den muss der Bürgermeister gefladert haben. Hat der Pfarrer gesagt, Ressi? Um Gottes Willen hat er gesagt, Ressi?
was ritsend auf ihrem Platz sind, oder her. Hat er gesagt, der Bürgermeister hat er gesagt, das ist eine Amtsperson. Und außerdem mein persönlicher Freund, der wird da ganz überlief, wenn ich geplaudert haben. Hat Dresig gesagt, Hochwürden, das ist mir wurscht, was der jetzt von Ihnen ist. Aber eins sage ich noch schon, ich habe ihn aufgedeckt und jetzt ist er weg. Und der Bürgermeister auch. Schreiben Sie ihm, damit der Silberlöffel wieder zum Besteck dazu kommt. Nächsten Tag in der Früh ist im Fahrer nichts anderes überblieben. Oder im Bürgermeister einen Brief geschrieben. Hat er geschrieben, lieber Freund, Herr Bürgermeister, es ist erwiesen, dass seit gestern auf Nacht, seitdem du da warst, mir der Silberlöffel angeht. Es ist zwar nicht erwiesen, dass ihn du gestohlen hast. Der Bürgermeister hat den Brief lesen, sitzt sie nieder, schreibt zurück am Pfarrer, lieber Freund, Herr Pfarrer, es ist zwar nicht erwiesen, dass du heute noch bei der Kirche geschlafen hast, aber erwiesen ist, dass du in deinem Bett nicht warst, weil unter dem Leidurch liegt nämlich der Silberlöffel drinnen. Ja nicht. Man soll es nicht glauben, heute kriegst du alles zu kaufen. Schau, da wenn wir gerade reden, der Loderbauer. Sollst du ja gar nicht für möglich halten. Jetzt hat er sich eine Eigentumswohnung gekauft, eingerichtet hat er sich auch anständig. Und gestern erzählt er mir, dass er sich das Neueste auf dem technischen Sektor gekauft hat, ein Elektroauto. Wir rennen in Österreich noch gar nicht, nur drei, glaube ich, oder? Drei. Loderbauer hat ein Elektroauto, habe ich gesagt, Loderbauer, du musst aber viel Geld haben. Hat er gesagt, na, kostet nicht so viel, das ist ja gar nicht so teuer. Hat er gesagt, 10.000 Schilling das ganze Auto. Was, habe ich gesagt, 10.000 Schilling? Ja, sagt, das Auto kostet nicht 10.000 Schilling. Blöd ist nur das, hat er gesagt, dass du um 40.000 Schilling eine Verlängerungskappe dazu gehabt. Fällt mir gerade was ein. Es ist kürzlich einer in eine Sarghandlung reingekommen. In eine Sarghandlung ist reingekommen, hat er gesagt, entschuldigen, hat er gesagt, meine Schwiegermutter ist gestorben. Hätten Sie was Passendes da? Ja, der von der Sarghandlung gesagt, wir haben alles da. Was wollen, hat er gesagt, wenn Sie aufschauen in der oberen Stellage, hat er gesagt, sind die Särge, die mit Gold beschlagen sind. Hat er gesagt, die kosten so ca. 3.800 Schilling. Hat er gesagt, den Ding, hat er gesagt, hören Sie schlecht. Ich habe gesagt, meine Schwiegermutter ist gestorben. Das ist mir zu teuer, gell's? Ach so, hat er gesagt, na bitte, hat er gesagt, wenn Sie ein Stellage tiefer schauen, haben wir die mit den silbernen Beschlägen um. Hat er gesagt, die kosten 2.500. Hat er gesagt, sagen Sie mal, darf ich nur mal fragen, hören Sie schlecht? Meine Schwiegermutter ist gestorben. Ach so, hat er gesagt, wollen Sie was billiger so? Ja, sagt er, wenn Sie am Boden runterschauen, hat er gesagt, da haben wir die Gwendlingsjagd. Hat er gesagt, aus Fechten und aus Tannen. Hat er gesagt, die kosten ca. 1.800 Schilling. Er sagt, sagen Sie mal, hätten Sie nur, ich weiß schlecht. Meine Schwiegermutter ist gestorben. Das ist mir alles teuer. Er sagt, Sie wissen Sie, was ich noch sage? Hat er gesagt, dann rutschen Sie mir in den Bug runter. Hat er gesagt, da tun Sie Ihre Schwiegermutter in ein Eisuglas rein. Ja, hat er gesagt, sechs, das ist eine gute Idee. Sie hat eh, wie sie gern beim Fenster ausgeschaut. Schwiegermutter ist gestorben. Ja, da musst du wie schauen, dass es geht. Sie, apropos gehen, fällt mir was ein. Jetzt wirst du drin Krieg geführt haben da. Da drin da bei diese Durban-Indianer da drin. Bitte, vielleicht rennt er eh noch, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, die wissen selber wahrscheinlich noch nicht, wann er raus ist. Haben die Araber gegen die Israelis haben sie Krieg geführt und sind zwei Israelis in Schützengraben drin gelegen, gleich wie sie wie von den Araber. Kennen Sie auch so? Hat der eine Israelis zu den anderen gesagt, hat er gesagt, was ich da sage? Hat er gesagt, das wird mir zu depp. Da rührt sich ja nichts, hat er gesagt, da schlafe ich ja ein bei dem ganzen Krieg. Hat der Israelis zu den anderen gesagt, weißt du, was wir dann? Hat er gesagt, die bei den Araber da drin, hat er gesagt, da heißt er eher jeder zweite Ali. Hat er gesagt, du schreist um mich, hat er gesagt, wenn einer aufsteht, schießen die an. Ah ja, da hat er gesagt, du, ist keine schlechte Idee. Schrei einmal. Hat er geschrien, Ali, ist drin da einer aufgestanden, hat er gesagt, was ist denn?
Und der zweite angeschossen. Hat er gesagt, siehst du, hat er gesagt, wie das funktioniert. Hat er gesagt, geh weiter, da haben wir dahin, gibt der Gaudi, schrei nur einmal. Hat er wieder geschrien, alle, brennt es wieder einer auf, der hat er gesagt, was ist denn? Hat ihn der schon wieder eingeschossen. Wenn einer sagt, siebenmal hintereinander, hat die alle geschrien und siebenmal ist einer aufgesprungen und die hat ihn eingeschossen. Und die Araber drin gesagt, Bruder, hat gesagt, wir sind ganz schön deppert. Wir lassen uns ganz schön einlegen, wo die Israelis da drin. Hat er gesagt, weißt du, was wir tun? Hat er gesagt, die da drin, hat er gesagt, da heißt auch jeder zweite Sami. Hat er gesagt, schrei Sami, wenn einer aufsteht, schieß los. Hat er gesagt, schrei einmal. Hat er geschrien, Sami, rührt sich nichts. Überhaupt nichts. Hat er gesagt, schrei, wenn ich glaube, die hat es nicht gehört. Hat er gesagt, schrei noch einmal, Sami, nur nichts. Hat er gesagt, schrei noch einmal, geh weiter, ich habe schon durchgelohnt. Hat er geschrien, Sami, hat der Israel ist um mich geschrien, hat er gesagt, alle schreist gleich du. Ist der Trend aufgesprungen, hat er gesagt, ja, und dann schon. Ja, sind wir froh, da haben wir keinen Krieg mehr. Sieh, wenn ich Trauning wie der Mann hat Pepe, wie der einen Krieg gewinnt, ist er eingegangen, schreibst du mal oder zum Spieß gesagt, hat er gesagt, Entschuldigung, hat er gesagt, ja, Haupt, wir brauchen 3 Wochen Urlaub. Der Spieß sagt, Mann hat er gesagt, sind Sie deppert. 3 Wochen Urlaub, hat er gesagt, wir haben Krieg. Hat er gesagt, da müssen Sie erst etwas leisten, Sie müssen etwas erobern. Nicht, dass einer kommen und sagen, wir wollen 3 Wochen Urlaub, schauen Sie, dass Sie rauskommen. Ist er wieder gegangen. Der Pepe, 14 Tage später ist er wieder reingekommen, hat ein feindliches Maschinengewehr gehabt, hat es vor einen Spieß hingestellt, hat der Spieß gesagt, ja, um Gottes Willen, hat er gesagt, Mann, hat sie mir ein feindliches Maschinengewehr. Hat er gesagt, sie bekommen 4 Wochen Urlaub. Hat er gesagt, aber erzählen Sie mir, wie haben Sie das gemacht? Hat der Mann, der Pepe, gesagt, Spieß, hat er gesagt, reg dich nicht auf. Hat er gesagt, das war ganz einfach. Hat er gesagt, gestern habe ich einen Spätruf gemacht, wie einmal um zu den Feinden. Hat er gesagt, da habe ich zufällig auch einen Posten gedrückt, der wollte auch Urlaub haben, jetzt haben wir getauscht. Das ist so. Sieh, da ist der Loderbauer mal eine Woche gestanden. Ist eine Woche gestanden, der Loderbauer, ist der Spieß rausgekommen, hat er gesagt, Loderbauer, der Loderbauer gesagt, ja, bitte, hat er gesagt, Herr Federbeet. Loderbauer hat gesagt, es wird in einiger Zeit der General daherkommen. Wenn der kommt, hat er gesagt, kommt sofort, dann schreibst du und meldest mir das. Hat der Loderbauer gesagt, hey, jawohl. Der Loderbauer ist draußen gestanden, eine halbe Stunde. Nach einer halben Stunde ist der Spieß rausgekommen. Hat er gesagt, Loderbauer, war der General schon da? Hat er gesagt, nein, ich habe noch keinen gesehen. Ist er wieder reingegangen. 10 Minuten später kommt der Spieß wieder raus. Hat er gesagt, Loderbauer, war noch kein General da? Hat er gesagt, nein, hat er gesagt, ich habe noch keinen gesehen. Wieder reingegangen, viele Stunden später kommt er wieder raus. Hat er gesagt, war nur kein General da? Hat er gesagt, nein, waren Sie mir nicht narrisch. Hat er gesagt, ich habe noch keinen gesehen. Ist wieder reingegangen, kam der Spieß drin, vor der Wagen vor, so einer rausgestiegen, Bur, der war dekoriert, mit Gold auf und auf, rundum und um, hat sich der Loderbauer gedacht, hey, wir kennen du ihn nicht, aber wie der aufputzt ist, das könnte der General sein. Ist er zugegangen, hat er entschuldigt und gesagt, bist du der General? Hat der General gesagt, ja, selbstverständlich, hat er gesagt, was bilden Sie sich überhaupt ein? Der Loderbauer gesagt, du. Du, hat er gesagt, tu dich nur nicht auf, gell? Hat er gesagt, der Spieß hat er schon 3 Mal nach dir gefragt. Aber nein, bitte, es muss nicht immer auf einem Kriegsschauplatz sein, wo es einen Krieg gibt. In einem Wirtshaus dasselbe. Schau, in einem Wirt, ich habe mir gedacht, kürzlich ist einer reingegangen mit einem Schleider in ein Gasthaus, ist reingegangen, der Gaststum war voll, ist er zu der Decken gegangen, hat er zum Wirt gesagt, hat er gesagt, bitte, hat er gesagt, Herr Wirt, alles, was da herin sitzt, kennen Sie aus, kriegt ein Bier und einen Schnaps. Alles, was da drin sitzt. Hat er gesagt, und du? Hat er gesagt, du Wirt, du kriegst auch ein Bier und einen Schnaps. Der Wirt hat dann jedem ein Bier gegeben und einen Schnaps. Und dann hat er zu ihm gesagt, so, hat er gesagt, wie schaut es mit den Zahlen aus? Ach, hört auf, hat er gesagt, ja, Zahlen kann ich nichts. Und der Wirt bockt, hat ihn rausgeschleudert bei den Tieren. Nächsten Tag geht wieder die Tiere auf und macht, kommt ja wieder einer.
hin zu der Decke und hat gesagt, alles, was da herin sitzt, kriegt ein Bier und einen Schnaps. Und du hast gesagt, wie, dass du es genau weißt, du kriegst nichts, weil du wirst am Schnaps sowieso streitsichtig. Sieh, wenn wir gerade beim Wirtshaus sind, fallen wir gerade eines Kürzchen, ein Gast in ein Wirtshaus reingegangen, hat sich niedergesetzt, ist der Ober dahergekommen, hat er gesagt, Entschuldigung, hat er gesagt, bitte, was bekommt der Herr? Hat er gesagt, ich kriege einen Schweinsbraten, bevor es losgeht. Hat er gesagt, und zu den Schweinsbraten bringen Sie mir ein Viertel Rotwein, bevor es losgeht. Hat er gesagt, und vor dem Schweinsbraten bringen Sie nur Frittatensuppen, bevor es losgeht. Und wenn ich das Ganze hinter mir habe, hat er gesagt, bringen Sie mir noch drei Palatschinken, bevor es losgeht. Hat der Ober gesagt, bitte, ich bringe Ihnen das alles, aber interessieren darf es mich schon, warum Sie irgendwie sagen, bevor es losgeht. Sagt er, haben leicht Sie kein Geld da? Sagt er, sehen Sie, geht schon los. Ja, Sachen gibt es auf der Welt, was soll ich sagen. Sieh, weil wir gerade beim Losgehen sind, ist kürzlich ein Maurer zu seinem Polier gegangen, hat er gesagt, Polier? Hat er gesagt, ich muss sofort heimgehen, weil bei mir geht's los. Sagt er, nicht bei mir, bei meiner Frau, hat er gesagt, haben sie mich gerade angerufen, hat er gesagt, die haben sie in Klinik auf, einen Trilling. Sagt er, sowas saudeppert, hat er gesagt, ja, man sehe, denkt, dass sowas wird, hat er gesagt, weil die ganze Zeit, hat er gesagt, ob meine Frau habe das Buch gelesen, die drei Musketiere. Was hat der Polier gesagt? Die drei Musketiere hat deine Frau einfach gesagt, da muss ich auch gleich heim. Hat er gesagt, meine Frau ist nämlich auch der Hoffnung und die lest über das Buch Alibaba und die 40 Räuber. Maurer. Nächsten Tag ist er wieder in Dorf gekommen, wie er in der Klinik war. Ist in Dorf gekommen, ist er hinteifert, hat er gesagt, na, mehr brauche ich nicht. Hat er gesagt, stell dir vor, so was steppert, so ein Drilling, jetzt kann ich einen Sporn anfangen. Hat er gesagt, dass ich wohl eingleiten kann. Hat er gesagt, habe ich schon angefangen. Hat er gesagt, wie jetzt bin ich dran, weil ich gar nicht eingestiegen. Hat er gesagt, jetzt haben wir genau 3,50 Schilling Sport. Hat er gesagt, ich bin hinter der Dreimal nachgerannt. Hat er gesagt, durch das haben wir das Geld erspart. Hat der Polier gesagt, mein, bist du ein Trottel. Hat er gesagt, was hinter dem Taxi nachgerannt, hättest du 50 Schilling der Sport. Ist ja lieb, wenn man so schaut. Bitte, weil wir beim Fahren sind, fällt mir gerade was ein. Sie, kürzlich bin ich mit dem Zug gefahren nach Wien, obi, zu der Werner. Bin ich mit dem Zug gefahren, ist vis-à-vis von mir eine alte Frau gesessen. Eine ganz altes Mutterl. Ist vis-à-vis gesessen, habe ich gesagt, entschuldigung Mutterl. Habe ich gesagt, wir sind schon sauber alt, gell? Ja, hat gesagt, 97. Sag ich, 97, da schon her. Habe ich gesagt, das ist ein schönes Alter. Kennst du dich aus? Habe ich gesagt, Mutterl, wo fahren wir denn hin? Hat gesagt, nach Wern fahre ich. Sag ich, da haben wir Verwandten besuchen? Nein, hat gesagt, ein Klassentreffen hätten wir. Was? Sag ich, ein Klassentreffen? Ja, sag ich, Mutterl, mit 97 Jahren ein Klassentreffen. Ja, sag ich, da werden aber nicht mehr viel da sein. Nein, hat gesagt, eh nicht. Ich fahre schon 7 Jahre allein hin. Das ist halt nur ein gesunder Menschenschlag, gell? Weil wenn du heute schaust, jeder hat was. Den einen zwickt es vor und den anderen hinten. Das ist halt nur eine gesunde Generation. Kürzlich ist einer zum Doktor gegangen und hat gesagt, Herr Doktor, möchten Sie mich nicht untersuchen? Und der Doktor untersucht. Dann nach einer halben Stunde hat er gesagt, mein lieber Herr, hat er gesagt, wir haben ein bisschen Kreislaufstörungen. Hat er gesagt, ich darf Ihnen einen guten Rat geben. Hat er gesagt, jeden Tag 2 Stunden fest gehen und wieder gehen. Und wenn Gräner. Hat der gesagt, ja, hat er gesagt, das ist in Ordnung. Herr Doktor, was ich fragen würde, hat er gesagt, soll ich die 2 Stunden gehen, bevor ich mit dem Briefauftrag anfange oder wann ich fertig bin? Sie, fällt mir gerade was ein. Da ist kürzlich eine Jagdgesellschaft
in der Drei, sind sie gewesen, sind sie auf Nacht beieinander gesessen, mit dem Jager, gemütlichen Abend haben sie gemacht. Und wir so beieinander sitzen, haben sie sich ausgemacht, dass sie bald in der Früh vorgingen auf die Birsch, der Jager mit den Drei von der Jagdgesellschaft. Nächsten Tag in der Früh sind sie gegangen, im Morgengrauen, ganz ruhig war es. Gehen sie aus, sind sie hintereinander gegangen, im Gänsemarsch, fuhren der Jager über die Wiesen. Und wie sie so umgingen, auf einmal dreht sie der Jager um, sagt zu denen, was hinter ihm geht, hat er gesagt, da habe ich meine ersten Hosen geschossen. Hat sich der Zweite zum Dritten umdreht, hat er gesagt, da hat der Jager seine ersten Hosen geschossen. Sagt der Dritte zum Vierten, da hat der Jager seine ersten Hosen geschossen. Sind sie weitergegangen, sind in den Wald reingekommen. Wie sie in den Wald drin sind, hat sich der Jager wieder umdreht, hat er gesagt, zum Zweiten, da habe ich mein erstes Reh geschossen. Der Zweite zum Dritten gesagt, da hat der Jager sein erstes Reh geschossen. Der Dritte zum Vierten gesagt, da hat der Jager sein erstes Reh geschossen. Sind sie weitergegangen, kennen sie aus, sind sie am Berg aufgekommen. Das mitten am Berg sind, dreht sich der Jager um, sagt er zum Zweiten, da habe ich mir erst die Gans geschossen. Der Zweite zum Dritten gesagt, der Jager sein erste Gans geschossen. Der Dritte zum Vierten. Da hat der Jager sein erste Gans geschossen. Hat der Vierte zum Dritten gesagt, frag einmal den Jager, warum er so leise reden müssen. Hat der Dritte zum Zweiten gesagt, frag einmal den Jager, warum wir so leise reden müssen. Hat der Zweite zum Jager gesagt, die fragen alle da hinten, warum so leise reden müssen. Hat der Jager gesagt, die brauchen eh nicht so leise reden. Aber ich kann nicht lauter, ich bin heiser. Ist das nicht lieb, wenn du so schaust? Ist doch nicht. Sieh, wollen wir was sein? Der goldige Kinderhomburg. Gehst du einem vierjährigen Buben zugehört, wie er zu einem dreijährigen Kindl gesagt hat, sagt er, du was, sag ich das schon? Hat er gesagt, wenn du noch einmal in Ort erzählst, dass ich der Vater von deinem Teddybären bin, na dann kannst du was erleben. Ja, der goldige Kinderhomburg. Der Nazl ist am Dienstag nicht in die Schule gegangen, aber der Lehrer am Mittwoch gesagt hat, Nazl, wo warst denn du gestern? Mei hat der Nazl gesagt, der Lehrer gestern nicht gekommen, hin, hat er gesagt, bei uns daheim hat es brennt. Ja, hat er gesagt, das war am Dienstag, hat es bei euch brennt und am Montag bist du auch nicht da gewesen. Hat er gesagt, was war denn da? Ja, also am Montag hätte ich nicht gekommen, hin, hat er gesagt, am Montag haben wir ausräumen müssen. Der Goalige. Ideen haben die Kinder, man soll sich gar nicht glauben, wo sie es hernehmen. Sie? Bei meinen Nachbarn zum Beispiel, bei meinen Nachbarn war es kürzlich auch so weit, so wie bei dem Maurer. Die Nachbarin hat ihn wenig müssen. Kennen Sie aus, jetzt haben sie Tante ersucht, ob sie gut war und dabei auf Kinder aufpassen, da war sie in der Klinik ist. Ist die Tante heimgekommen in den Haushalt, hat sie sich gedacht, mein Gott, hat sie sich gedacht, wie bringe ich denn das im Buben bei, wenn der von der Schule heimkommt. Auf einmal hat sie geleitet, ist der Bub draus gewesen, hat er gesagt, grüß die Tante. Da einer gekommen und hat gesagt, Tante hat gesagt, wo ist denn die Mama? Hat die Tante gesagt, mei, hat gesagt, Kalib, Mama ist in der Klinik. Da hat gesagt, die hat der Storch im Fuß reingebissen. Da hat der Bub gesagt, so was deppert's, ausgerechnet jetzt 8 Tage vor der Entbindung. Der goldige Kinder. Sie aber nicht immer liegt die Freude bei den Kindern begründet. Das kann ich schon von vorhin auch. Kennen Sie aus? Ich weiß das von einer Bekannten von mir, die hat auch einen Buben. Und kürzlich hat der Bub zu der Mama gesagt, du Mama, weißt du, was ich da sage? Du Mama hat gesagt, jetzt muss ich dir was sagen. Mama, jedes Mal, wenn du vorgehst, Mama, kaum bist du bei der Tür draußen, wie du das letzte Mal vorgegangen bist, hat er gesagt, ist der Papa sofort aufgeteilt ins Zimmer mit dem Dienstmädel
Und der Hoder hat gesagt, Bulli, du musst ruhig sein. Nicht weiterhin, Bulli, gell? Sag dasselbe nur mal, wenn der Papa zum Mittag heimkommt, gell? Dann fangst du nur mal von dem an, gell? Und jetzt sei schon stark. Zum Mittag kommt der Papa heim, wir müssen beim Essen sitzen, gibt die Mama einen Renner und sagt, na, fangst du an? Hat er angefangen, hat er gesagt, du Mama, das letzte Mal, wie du vorgegangen bist, Mama, dann ist der Papa sofort mit unserem Dienstmädel aufs Zimmer aufgegangen und da hat er genau dasselbe dann, was du wie mit Nachbarn tust, wenn der Vater beim Fischen ist. Ideen haben die Kinder, das ist ja gar nicht. Kürzlich ist mein Bruder mal heimgegangen und hat gesagt, du Papa, heute habe ich einen Fünfer gekriegt. Am Fünfer hat er gesagt, ich weiß nicht, wo Afrika liegt. Und ich gesagt, Afrika, Afrika. Ich sag, du blöder Bruder, Afrika. Ist denn noch auch was dabei? Und ich gesagt, Afrika. Na ja, sag ich, Afrika, Afrika. Ich sag, weit kann es nicht sein. Und ich gesagt, weil mit mir war der Neger und der geht alle Tag zum Mittag zum Essen haben. Afrika, Loderbau hat auch einen Buben. Ein Intelligenten, wie ich eingeladen war, bei ihm ist der Bub gerade einhängen, hat er gesagt, Papa, hat er gesagt, ich muss dich geschwind was fragen. Hat er gesagt, Papa, hat er gesagt, was ist denn dieser Hirn? Mei, hat der Loderbau gesagt, frag mich nicht so blöde Sachen, ich habe was anderes in Schädel. Loderbau, ist ja wurscht, Loderbau, die Hauptsache ist, dass wir gesund sind, gell? Das ist ja, sie, apropos gesund, kürzlich war bei uns noch einmal geschwammt in Zuchthaus. Wir haben ein Zuchthaus daheim. Ja, ich war schon ein paar Mal drin. Ja, haben wir da Verwandte ja, oder? Auf Besuch war ich drin und kürzlich habe ich gerade gesehen, wie der Doktor in Zuchthaus einen Rundgang gemacht haben. Ärztliche Betreuung haben sie immer da drin. Bei den ersten Zellen war da oben das Kugel, haben sie bei den Einzelzellen, haben so kleine Kugel. Kennen Sie aus, wie der Doktor drin war, bei den ersten Zellen das Kugel aufgemacht hat, zu den Gefangenen gesagt, hat er gesagt, wie geht's? Hat er gesagt, Dankeschön, gut. Hat er gesagt, Stuhl? Ja, hat er gesagt, gestern, hart. Hier zu, nächste Zeit, Kugel auf. Der Doktor gesagt, wie geht's? Hat er gesagt, Dankeschön, gut. Stuhl? Ja, hat er gesagt, heut, weich. Hier zu, nächste Zeit, hier auf. Der Doktor gesagt, wie geht's? Hat er gesagt, Dankeschön, gut. Stuhl, ja, das ist morgen elektrisch.